Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipzig, hier ist Stempeln mit René de. Gestern Abend war ja wieder mein monatliches Live-Basteln mit René, also ein monatlicher kostenloser Online-Workshop. Und während wir sonst fast immer nur besondere Kartenformen gemacht haben, haben wir gestern mal eine Stempeltechnik gemacht und die nennt sich Joseph's Coat Technik. Joseph's Coat, Josephs Mantel, also in bunten Farben auf schwarz. Wo der Name herkommt, machen wir gleich mal ein bisschen Geschichte, zeige ich euch hier. Es gibt also dieses Lloyd Webber Musical, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Und Joseph hat immer einen bunten Mantel an. Und auch die Plakate sind immer bunte Farben auf schwarz. Und von daher hat man also diese Stempeltechnik hergeleitet. Bunte Farben in schwarz. So. Und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt. Nicht erschrecken, da wir embossen müssen, kann es heute zwischendrin mal etwas lauter werden. Aber das ist nicht weiter schlimm. Vorbereitet habe ich mir eine ganz normale Grundkarte. Die ist 21 x 14,8, mittig gefalzt bei 10,5 zur Doppelkarte. Ich habe da einen Aufleger drauf, einen farbigen, was also hier meine Mattung wird, die ist 10 x 14,3 cm. Nicht wundern, dieses Mal schreibe ich euch nicht extra Maße drunter, weil das sind, sage ich mal, so Größen, die man ganz normal nimmt. Und hier habe ich einfach ein Stückchen Farbkarton, ebenfalls in Grundweiß. Der muss später im Endeffekt, wenn ich die Mattung drunter habe, 9,5 mal 13,8 sein. Ich habe eine allerdings etwas größer, hängt ganz einfach damit zusammen, ich arbeite hier mit den Stamparatus und damit also die Magnete nicht in mein Stempelmotiv reinhängen und so weiter, habe ich das also etwas größer und schneide das im Nachhinein zurecht. So, als erstes benötigen wir 3 Stempelfarben. Und ich habe mich jetzt einfach mal entschieden. Ich fange mal mit ganz neuen an. Ich nehme jetzt also einmal unser neues Karibikblau, nehme unser Papageiengrün und ich nehme unser Sommersorbet aus den Incolor 2022 bis 2024, die weihe ich jetzt hier mit ein. Ich habe mit Absicht nicht das Nachtblau genommen und auch nicht das Orchideenlila, weil umso greller die Farbe ist, umso besser wirkt die dann auf dieser Karte. So, dann fange ich mal mit meinem Papageiengrün an. Nehme mir einfach mal einen Blending-Pinsel, nehme Farbe damit auf und hier müsst ihr nicht wischen wie sonst, sonst wischen wir ja, wenn wir mit Blending-Pinseln arbeiten, von außen, von unserem Schmierpapier nach innen, damit wir also keine Ränder haben. Hier bei dieser Technik brauchen wir das nicht. Hiermit setzen wir einfach Tupfer auf die Karte, die müssen nicht gleichmäßig sein, die müssen nicht schön sein, die müssen einfach drauf sein. So, einfach wahllos irgendwo Tupfer in unserer Farbe hin. Die müssen auch nicht korrekt sein, das ist alles egal, weil es scheint nachher nur durch. So, damit kann schon mal mein Papageiengrün wieder weg. Dann nehme ich als nächstes mein Sommersorbet. Ich habe hier meine Pinsel, Blending-Pinsel, damit ihr das mal seht. Ich habe die immer nach Farbgruppen sortiert. Rot, Gelb, Grün und Blau. Ich brauche also jetzt im Prinzip alle 3. Man kann die, sage ich mal so lange dann auf dem Papier streichen, bis, sage ich mal so, sämtliche Farbe raus ist. Aber ich sage mal, einfach ein ganz einfacher Trick, wenn ihr die nicht gleich wieder braucht, sondern die an dem Tag nur für eine Farbe habt. Haltet sie einfach unter dem Wasserhahn, so lange bis keine Farbe mehr rauskommt und dann lasst ihr sie einfach trocken. Spätestens nächsten Tag sind die trocken und dann habt ihr überhaupt keine Farbe mehr drin. Also das ist die Reinigungsmethode, die ich immer anwende und die funktioniert richtig gut. So, jetzt habe ich hier noch ein paar rote Punkte drin. Wenn ihr weiße Flächen dazwischen habt, überhaupt kein Problem. Das kommt nachher in eurem Motiv in Weiß zum Vorschein. Jetzt nehme ich noch meinen dritten und mache mir noch meine blauen Punkte dazwischen. Man kann das auch mit Fingerschwämmchen machen, dann sind natürlich die Punkte entsprechend kleiner. Mit unserem Blending-Pinsel haben wir einfach eine größere Fläche. Da geht das Ganze schneller. So, und damit habe ich mein beschmiertes buntes Blatt schon mal vorbereitet. Und an dieser Stelle arbeite ich mit einem ganz kleinen Trick, damit das auch richtig trocken ist, bevor ich weitermache. Da ich embosse, habe ich meinen Embossing-Föhn da und gehe dann ganz einfach erstmal kurz drüber, damit also die Farbe komplett trocken ist. Das dürfte reichen. Ich habe ja insgesamt schon 3 Karten gemacht. Die erste war, sag ich mal so, hier mit unseren Sukkulenten. Dann habe ich einmal hier unseren Desi-Garten und einmal unsere Butterfly-Brillanz, die Schmetterlinge. Und da die neuen Farben richtig gut auch zu den Schmetterlingen passen, mache ich die jetzt noch einmal. Machen wir also mit Butterfly-Brillanz. Dazu nehme ich meinen Stamparatus, lege mein Papier ein, mache einfach mal hier ein bisschen an den Ecken einfach fest. So, der ist ziemlich groß, der Schmetterlingsbrillanz. Da muss ich erstmal auflegen, um dann zu sehen, wo ich ne am besten die Magnete noch hinmache. So, hier liegt er gut. Dann mache ich einmal hier oben und einmal, dass es hier so an die Seite reingeht. So, dann mache ich das einmal zu und nehme meinen Versamark und tue ihn damit ein. Ja, wie sagt man da? Betupfen. Das Versamark klebt ja sehr. Da einen kleinen Tipp dazu. Danach kleben natürlich eure Stempel auch etwas heftig. Auch hier nicht zaghaft sein. Lasst den einfach auf eurer Stamparatus-Platte drauf. Geht damit unterm Wasserhahn, etwas lauwarmes Wasser. Man kann auch, wenn er zu sehr klebt, einfach mal noch ein bisschen Spülmittel drauf machen. Dem Stempel passiert dann nichts, aber es ist hinterher wieder sauber. Bei Embossing gehe ich gerne zweimal drüber. Man sollte natürlich das Unterteil nehmen und nicht einen Deckel, dass ich einfach genug von diesem Kleber auf meiner Karte drauf habe, damit also nachher auch entsprechend mein Embossing-Pulver gut hält. So, also noch einmal drüber. Und jetzt kommt also hier, gucken, ob man es im Bild sieht. Das macht sich natürlich schlecht unter der Kamera. Also so sieht man das Motiv noch nicht. Und jetzt kommt also hier mein klares Embossing-Pulver drauf. Ich habe also hier einmal weiß, das brauchen wir nicht, und einmal klar. Man kann das auf einem normalen weißen Papier machen, was man in der Mitte faltet, dass man dann, sag ich mal so, das Pulver wieder hier reinkriegt. Ich habe mir vor längerer Zeit mal dieses Teil von Sizzix gekauft. Das hat hier vorne einen kleinen Verschluss dran und eine Schräge, so dass man das also wie in einen Trichter nachher das restliche überschüssige Pulver wieder reinfüllen kann in das Döschen. Und hier mache ich also großflächig drauf, und dann habe ich den Vorteil, dann kann ich hier einfach noch bisschen klopfen und so weiter, damit sich das also auch richtig gut verteilt. Dann nehme ich das runter, stoße das ein-, zweimal auf. Und wenn ich jetzt hier drauf gucke, sehe ich also schon meine Schmetterlinge, natürlich jetzt noch nicht glänzend, aber ich sehe, wo also mein Embossing-Pulver drauf ist. So, dann nehme ich das Teil hier, schraube das hier auf und fülle das hier wieder zurück. Dann habe ich nämlich alles, was ich nicht benötige, gleich wieder in meinem Döschen drinne. Also es ist nicht von Stampin' Up, aber es ist von Sizzix und ich kann es nur empfehlen. Also wer mal irgendwo bei irgendwelchen großen Händlern oder in Sammelbestellungen oder so weiter so ein Teil sieht und gerne mal embossed, ich empfehle es euch, kauft es euch. Es ist also wirklich perfekt für so etwas. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Embossen. So lange, bis unser Klarlack richtig geschmolzen ist, also unsere Motive richtig glänzend sind. Es wird jetzt etwas laut, es dauert etwas länger, also schalte ich euch kurz weg und danach, wenn der heiße Föhn wieder aus ist, dann schalte ich euch wieder dazu. So, meine Schmetterlinge sind jetzt sehr schön mit Klarlack embossed. Man sieht so leicht die Umrisse, besser kriege ich das in der Kamera nicht hin. Ich lasse das Ganze jetzt etwa 3 bis 4 Minuten ruhen, damit der Klarlack richtig aushärtet, und mache mir in der Zwischenzeit einen Spruch fertig. Und heute möchte ich da mal einen kleinen guten Launegruß machen. Den habe ich hier aus unserem Stempelset Gute Laune Gruß. Den stempel ich mir auf schwarz und embosse ihn mir in weiß. So, da habe ich meinen kleinen guten Launegruß und jetzt fange ich an und hole mein Motiv hier zum Vorschein. Dafür brauche ich Memento, ein ziemlich stark getränktes Stempelkissen, notfalls gleich nochmal Farbe nachlegen. So. Jetzt dürft ihr wieder einfach matschen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wundert euch nicht, ihr habt hinterher auf jeden Fall die Hände versaut. Jetzt fange ich an und gehe einfach hier drüber und färbe alles schwarz ein. Und ihr seht, es kommen automatisch meine Motive zum Vorschein, die ich also mit Klarlack auf meinen bunten Untergrund embossed habe. Das ist auch der Grund, warum wir wirklich erst das trocknen lassen, damit wir uns also nicht das Embossingpulver runterholen. Bisschen was geht immer mit ab, aber der Großteil bleibt drauf und unsere Motive erhalten. So, es ist immer eine Überraschung, wie es dann hinterher aussieht. Und das sind sie, meine Schmetterlinge. Ich stelle jetzt noch schnell die Karte fertig und danach zeige ich sie euch. So, hier bin ich nochmal. Das sind also alle 4 Karten, die ich in dieser Technik gemacht habe. Das ist diese jetzt hier aus dem Video, mal in unseren neuen Incolor Farben, in Papageiengrün, in Karibikblau und in Sommersorbet, wobei das Sommersorbet dann dieses Rot schon wieder etwas dunkel bald ist. Sehr gut haben sich hier die Farben gemacht, die ich für diese beiden Karten genommen habe. Hier habe ich also Flamingo-Rot, Osterglocke und grüner Apfel genommen. Ihr seht also, umso greller und kräftiger die Farben sind, umso besser hebt sich das dann natürlich von dem Schwarz ab. So, ihr seht, es ist eine Kartentechnik, die relativ schnell geht, wo man natürlich auch hinterher einen entsprechenden bunten Arbeitsplatz und entsprechend bunte Finger hat. Aber das ist mal was anderes, sie macht was her. Und nebenbei haben wir also auch noch unseren Bildungsauftrag erfüllt und ich habe euch mal erzählt, wie also der Name dieser Technik entstanden ist, ist also hiervon abgeleitet, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, und wir haben das, irgendjemand hat damit mal angefangen und hat da also eine Stempeltechnik draus gemacht. Wenn du mal Lust hast, bei einem meiner Live-Bastelsachen mitzumachen, es ist immer einmal monatlich dienstags. Die Daten dazu findest du immer unter dem Video als Link zum Live-Basteln. Dort steht dann also auf der Seite immer das Datum für das nächste Mal. Man muss sich für jedes Live-Basteln separat anmelden, da es dienstags immer 2 Termine gibt. Der eine ist 19:30 Uhr, der 19 Uhr, der zweite ist 20:30 Uhr und es gibt dafür unterschiedliche Zoom-Daten, weil ich zu maximal 2 Stunden online gehen kann, sodass ich also 2 Veranstaltungen anlegen muss und das nicht einfach durchlaufen lassen kann. Also vielleicht bis zum nächsten Mal mit dir. Das soll es für heute gewesen sein. Viele Grüße aus Leipzig, euer René.